Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Collector Damon Paul. Ja, ich habe mal wieder neue Modelle von Knight Rider und einige habe ich schon einige Jahre, aber ich habe endlich den 1:15 Knight Rider Super Pursuit Mode von der Marke Diamond Toys endlich mit Verpackung ganz günstig bekommen und ja, einer reicht mir nicht, deswegen gibt es noch einen zweiten, habe ich auch sehr günstig gekauft, da habe ich gedacht, ey, mit Verpackung muss ich einfach kaufen und habe es mir dann gekauft und ich werde euch gleich mal die Modelle ganz detailliert zeigen. Ich selber finde sie eigentlich wirklich super, warum die Modelle haben Licht, quasi Beleuchtung, Sound, das Lauflicht leuchtet. Ganz kurz für euch, na, man drückt auf den Tankdeckel. May I suggest you put the car on the autocross mode? Ja. Sogar die Nebelscheinwerfer funktionieren. Ich finde die Modelle wirklich mega und deswegen sind die auch in meiner Sammlung. Und ich würde einfach sagen, wir packen auch eins komplett aus. Wie ich gesehen habe, die haben noch drinne die ganzen Sticker. Zum Beispiel für das Knight-Kennzeichen ist noch drauf. Keine Ahnung, was sonst noch dabei ist. Die Anleitung, aber ich werde es jetzt euch wissen lassen und zeige euch die Modelle sehr detailliert. So Leute, hier haben wir das 1:15 Modell von Diamond Toys und ich habe dir mal den kompletten Anblick von vorne, seitlich und auch hinten. Hier sieht man dann auch das Knight-Kennzeichen, kann man umdrehen. Mit wo Kit draufsteht, so wie hier. Sehr, sehr schick. Kofferraum geht nicht auf, aber dafür gehen die Türen auf. So, und so sieht das Ganze aus. Und hier am Tankdeckel drückt man drauf. Michael, I detect vehicles headed our way. Ich glaube 6 oder 5. Verschiedene Sachen, ich glaube 4 oder 5, hier den Turbo Boost, was hat er noch? Also wir haben hier das Standardmodell, nicht den Super Pursuit Mode, zu dem kommen wir gleich. Und after all, we're only human, right? Wie gesagt, die Türen gehen hier nur auf, beide Seiten. Und dieses Modell ist ein bisschen verstaubt, aber ja, so ist es halt, wenn es lange in der Vitrine ist. Jetzt nicht wirklich sehr detailliert, aber diese Modelle sind so begehrt, dass man da teilweise schon über 200 Euro bezahlt. Von dem her, ja, habe ich da unter 100 Euro mit Verpackung ein sehr, sehr tolles Schnäppchen gemacht, beziehungsweise mehrere. Ich habe sogar, ich muss gerade überlegen, eins von den normalen für... einmal für, ich glaube, 15 Euro vor einem Jahr gekauft und das war wirklich ein Schnäppchen, sogar mit Versand. Und ja, sowas nimmt man als Sammler immer mit. Das ist einfach I am the voice of Knight Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, KIT if you prefer. Das ist einfach ein sehr, sehr tolles Modell, auch wenn es nicht sehr detailliert ist, trotzdem sehr schick. 1:15 die Größe und ja, von hinten sieht man dann auch noch die
Bremslichter. Moment. Das ist quasi das Bremslicht. Und dann haben wir aber auch vorne die Nebelscheinwerfer. May I suggest you put the car on the... Wartet. Ist doch echt schick, oder? So, aber jetzt holen wir mal den Super Pursuit Mode. So, auch noch ein bisschen staubig. Alles gut. Wir müssen hier nicht extra was für die Kamera putzen. Warten wir mal, wann der Super Pursuit Mode kommt. So stoppt man dann auch wieder. Ist doch mega, oder? Estimated time of arrival has been reduced from 14 minutes to 8 minutes 20 seconds. So, und hier auch wieder, die Türen kann man aufmachen. Nicht alles in wirklich Top-Qualität, aber... I am the voice of Night Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, KIT if you prefer. Aber kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen, oder? Warten wir noch, bis die... So, und jetzt holen wir mal noch ein Modell aus der Verpackung. Das ist das hier. Und wirklich auch schick in der Verpackung. Estimated time of arrival has been reduced from 14 minutes to 8 minutes 20 seconds. Vor allem, die ist hier ein bisschen beschädigt, aber... Vor allem mit Verpackung, ich sammle quasi alles mit Verpackung, ohne Verpackung. Keine Ahnung, ich möchte auch immer die Modelle zeigen oder auch in der Hand halten. Aber mit Verpackung hat alles natürlich viel mehr Wert und ja, hat eine tolle Größe mit 1 zu 15. Und ja, kaum noch zu finden. Wirklich noch sehr überteuerte Preise. Ich habe heute sogar eins gesehen für 700 Euro oder teilweise 700 Dollar. Das ist einfach Wahnsinn, wie teuer das alles ist. So, aber den packe ich jetzt kurz mal aus für euch. Und dann schauen wir mal, was alles drin ist in der Verpackung. Da ist quasi die Anleitung. So. Brandneu aus der Verpackung. Und I am the voice of Night Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, KIT if you prefer. Hier haben wir quasi, man sieht es wahrscheinlich hinten, das Kennzeichen ist noch gar nicht draufgeklebt. Deswegen, ich habe ein wirklich komplett verpacktes Modell, wo noch die ganzen Sticker drin sind, die Anleitung. Und ist natürlich um einiges mehr wert, wenn das Modell mit der Verpackung, Anleitung und Sticker komplett sind. Und man sieht auch schon gleich, wenn man die Türe aufmacht,
So, die Sticker für das Dashboard, quasi für das Armaturenbrett, ist noch hier und quasi auch für die Monitore. Die sind noch nicht draufgeklebt, werde ich auch nicht draufkleben. Dafür sind die, wo ausgepackt sind, geklebt. Und hier nochmal alle Kennzeichen für Night Kit, Super Pursuit Mode sogar extra. Also klebe ich auf jeden Fall nicht drauf, weil es einfach so viel, viel mehr Wert hat. Und ist doch einfach schön, wenn man die Anleitung noch hat und die ganzen Sticker. Und ich habe erst letztens einen wieder jemanden verkauft, einem Sammler. Ich habe gedacht, komm, einen kann ich weggeben. Und jetzt habe ich 5 Stück, davon 3 Super Pursuit Mode. Pursuit Mode. Ich kann es nicht immer aussprechen. Aber nochmal ein kleiner Einblick für euch. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Modell und ihr könnt ja mal schreiben unter den Kommentaren, was euch gefällt und was nicht. Aber vergleicht es nicht immer mit irgendwelchen hochwertigen Modellen wie Hot Wheels bzw. Hot Wheels Elite. Das ist ein komplett Plastikmodell mit Sound. Eine Größe größer als 1:18. Ich finde mit Licht und Sound finde ich die eigentlich ganz okay. Ich habe davon auch alle Modelle aus Back to the Future, auch in 1:15, sind sehr, sehr tolle Modelle, vor allem für Kinder zum Spielen. Und hier kann man dann nochmal einstellen, dass es nur bei Play funktioniert und ansonsten nur bei Try nur den Scanner-Sound quasi. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. So Leute, das war's wieder mit einem neuen Video hier mit den 1:15 Knight Rider Modelle von der Marke Diamond Toys. Ich liebe diese Modelle und ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und auf jeden Fall meinen Kanal nicht vergessen zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Collector Damon Paul. Peace.